Aber wie sowas wirklich gebaut wird in so einer Größenordnung. Das gibt's bei Aquaristik Schneider. Ey, das gibt's, das siehst du ja fast nie. Ich habe noch nie so einen Aquarienaufbau gesehen. Zum Labern hier. Im Nischenhobby der Aquaristik verbergen sich eine Menge positiv verrückter Leute und heute bauen wir ein Wohnzimmer so um, dass gefühlt der halbe Ozean darin Platz findet. Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Rudi und ich, grüßt euch. Wir sitzen in einem unfertigen Aquarium, ob ihr es glaubt oder nicht. Heute wird's Endlevel. Was haben wir heute vor? Ich glaube, über 5000 Liter. Ja, um die 5200 Liter haben wir einen richtig fetten Cube, wie man schon hier hinter sehen kann. Schweiß und Tränen sind geflossen hier in den letzten Wochen. Der Kunde hat sehr viel vorbereitet, sehr viel gemacht. Es ist auf jeden Fall sehr schön geworden. Und hier jetzt in diese Raumnische, ich glaube, das war eine Ankleide vorher, da wird jetzt ein kleiner Traum wahr. Hier kommt jetzt ein richtig fettes Aquarium rein, so ein Stück aus dem Meer. Und das müssen wir jetzt genau planen, weil wir haben jetzt nicht so viel Platz hier, wie wir hier vorgehen. 1, wie viel Tonnen Glas? Also 1,2 Tonnen. 1,2 Tonnen. 30er Glas. 30 Millimeter Glas, meine Freunde. Und ich werde mithelfen heute, das ist die Besonderheit. Also wir haben jetzt hier schon mal ein paar Spanngurte von der Decke abhängen lassen. Das heißt, wir müssen als allererstes den Stahlrahmen, der oben drauf kommt, hier an die Decke anbringen, weil wir nachher keine Chance mehr haben, den draufzusetzen. Das ist quasi der Stahlrahmen, den wir beim letzten Mal, ich kann ein paar Bilder euch einblenden, den wir im Ganzen von oben einfach draufgesetzt haben. Ja. Sonst, wenn das Becken steht, haben wir keine Chance, weil er zu sperrig ist und zu groß. Deswegen muss man das Ganze richtig planen. Wir haben ja hier das Panoramabild, das ist sehr bombastisch. Hier haben wir noch ein schönes Bullauge, das ist dann der Eingangsbereich. Und die zwei Seiten wären dann Weißglas. Das heißt, das ist Wahnsinn. Überleg mal, das ist die Frontscheibe hier von dem Ding, ne? Genau. Das heißt, wir müssen als erstes hier die Flotglasscheibe hinstellen, dann die Weißglasscheibe, da dann auch die Flotglas und dann die Weißglasscheibe. Dann müssen wir unten den Stahlrahmen draufbacken, ausgleichen, Siebdruckplatte rein und dann können wir peu à peu starten, Scheibe für Scheibe. Sechs Bodenscheiben sind hier angedacht. Auch alles 30 mm. Ich will jetzt loslegen, ich bin heiß. Wir gucken jetzt mal, was wir alles dabei haben. Genau, was wir an Werkzeug brauchen, was wir an Technik. Technik hast du auch dabei, gell? So ein bisschen was habe ich auch mitgebracht. Schauen wir hier unten, da war ziemlich fleißig. Direkt schon gebohrt. Direkt ein paar dicke Löcher gebohrt für die Verrohrung. Wir kriegen einen Schacht von außen, der wird dann hier sitzen, aber das wird man nachher ganz gut sehen. Hier werden und keine halben Sachen gemacht, ich merke schon. Das ist natürlich ein Träumchen, wenn man sowas natürlich machen kann und das Ganze in den Keller packen kann. Und ich freue mich schon, wenn es steht und wenn es voll ist und wenn Fisch und Korallen drin sind. Und Leute, brutal. Ihr habt es ja an der Tapete wahrscheinlich schon gesehen, es wird ein Meerwasserbecken. Du baust auch einen Riffaufbau, glaube ich, rein. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Also das wird für den Kunden ein Träumchen, habe ich gehört. Wir starten los. Hat er sich auch verdient, muss man dazu sagen. Ohne Fleiß kein Preis. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I'll do it again. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, euro. Peso, peso. Add it up, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, add it up. Ja, wir haben uns ein super Wetter ausgesucht. Ich muss jetzt dem Herrn Kameramann den Schirm halten. Aber, wie ihr gerade unschwer erkennen könnt, werden gerade ungefähr wie viel Kilogramm Glas hochgefahren, Rudi? 1,2 Tonnen vielleicht. Das normale Heimaquarium halt. Ne? Wir haben jetzt hier quasi so einen kleinen grünen Weg, der direkt einmal vor zum Eingang, wo das Aquarium auch stehen wird, die Möglichkeit bietet, das Glas nicht über einen halben Kilometer tragen zu müssen, weil das wäre, glaube ich, heftig. Als hätten sie das schon mal gemacht. Wir sind schnell gesprungen in den Bulli. Ich sehe noch mehr Glas, also du hast auf jeden Fall einiges vor heute. Genau. Wir haben einiges vor. Ich helfe ja mit. Du musst ja helfen. Wir haben jetzt hier den Stahlrahmen.
Der ist zweigeteilt, also einmal oben, einmal unten. Einer für oben, einmal für unten, 50-50-5. Ne, Winkel mit zwei Flacheisen drin. Super. Dann haben wir nochmal ein Filterbecken, 1,80 m, 80-80. Das kommt dann in den Keller, da kommt dann eine große... Ach, das klebst du auch? Das klebe ich auch in den Keller. Ne? Ah, okay. Bubblekin 400. Und da hinten haben wir nochmal einen richtig schönen Fließfilter. Natürlich eine Menge Silikon. Ich wollte gerade fragen, du hast doch mehr als das dabei, ich oder? Ich habe doch noch eine Kiste da vorne stehen. Ah, ne? Meine schöne Pistole. Okay, okay. Und Glas. Und dann Schweiß und Arbeit. Jetzt tragen wir Silikon rein und die ganzen Scheiben. Hier haben wir noch die Siebdruckplatte, die kommt dann noch in den Stahlrahmen. Ich bin ja heute quasi deine Aushilfe. Genau, du hilfst mir heute aus, ne? Komm, dann fangen wir an. Beim nächsten Mal schieb dich alleine los. Ja, genau, genau. Perfekt. Hast du noch mehr? Ich kann noch mehr tragen. Nee. Nee? Das ist Spezialoffer. Du kannst den Koffer noch nehmen. Ja, das schaffe ich. Rudi, die Frage kommt immer wieder. Was denn? Was ist heimaquarientechnisch so das größte Maß, was man bauen kann? In erster Linie, man kann ja schon bis 6 Meter bauen. Man kann ja Stückeln über Eck bauen, man kann unendlich weiter bauen. Wir müssen halt immer schauen, dass es mit dem Gewicht alles funktioniert. Erdgeschoss ist immer schwierig, wenn wir noch einen Keller haben. Da muss man halt unten abstützen und so weiter. Am besten wäre natürlich Keller oder Bungalow ebenerdig. 10.000, 20.000 Liter, da gibt es keine Grenze. Ne? Wichtig ist nur, die Statik muss halt passen. Ne? Da klebe ich alles rein, was geht. Ne? Hier. Super. Das schweißt du bei dir daheim oder was? Ja, das schweiße ich dann mit einem Kumpel von mir und dann lasse ich das Pulver beschichten. Okay. Somit dann rostfrei. Und natürlich, das Ding muss unzerstörbar sein, ne? Das ist schon krass. Ja, überleg mal, 5000 Liter. Das ist ein permanenter Druck, den wir da haben. Da können wir nichts dem Zufall überlassen. Da ist ja auch keine Betonwand oder sowas, ne? Das ist ja wirklich einfach Glas an Glas mit Silikon dazwischen. Genau, den schieben wir ein bisschen an die Seite und den machen wir als erstes an der Decke. Okay. Vier Mann, vier Ecken und dann genau. Läuft das. Rudi, alles nur für dich. Das ist natürlich eine geniale Idee hier wieder. Ne? Nur für dich. Rudi muss erstmal nach klar kommen, dass die Leute hier morgen schon ein Bier schenken. Ja, das macht nichts. Hier wieder. Am besten wäre, wir packen jetzt sofort die Siebdruckplatte sogar davor. Ne? Weil die brauchen wir nachher drin. Die können wir jetzt holen, die ist noch im Bulli. Und dann. Machen wir das gleich alles hier und dann werden wir auch nicht nass und dann ist alles schön. Gut, was haben wir eigentlich für Beckenmaße, Rudi? 2,50 Meter breit, 1,50 Meter tief und 1,40 Meter hoch. Das ist so geil. Also da kannst du auf jeden Fall den Neoprenanzug vorbestellen, weil ja, da geht ja gar nichts mehr mit Scheibenkratzer. Da ist nichts mehr mit Korallen kleben. Ja. Ja. Da heißt es den Borat-Anzug an. Ja, und genau, rein, genau, ne? Genau. Was ist das? Das hier, das war mein Schrank. Das sind die Abstandshalter für die Stege. Achso, die nimmst du danach wieder mit. Die stelle ich nachher ins Becken, ne, und da kommen die Stege drauf. Ach, das ist quasi die, 1,34 Meter. Höhe quasi. Und da kommen die Stege drauf, dass du die ankleben kannst. Genau. Da, ein bisschen. Ich hab schon gelernt. So, jetzt kommt das Filterbecken hin. Jetzt verstehe ich auch, warum du das Filterbecken hier reinkleben willst und nicht im Ganzen transportierst. Ich stelle jetzt mal die das macht Sinn. Da, guck mal, hier schön vorbereitet, gestrichen. Sogar eine Toilette hier, das geht auch gar nicht besser. Beim Toilette in, guck, beim Toilette sitzen, in Abschäumer gucken, ist ja doch herrlich. Hier steht dann das Filterbecken, 1,80 Meter, 80, 80. Hier sind die Löcher, wie man sieht. Kurze Wege, ist immer schön. Also Fließfilter und Abschäumer, das sind schon wirklich so die zwei wichtigsten Sachen. Vor allem bei großen Becken, wir wollen ja glasklares Wasser haben. Und nicht irgendwie so viel Schwebstoffe und so weiter. Und deswegen haben wir das natürlich hier unten alles gemacht, weil oben ist kaum Platz. Ne? Also wenn ich die Größe sehe, sind das mehr als 5000 Abbess Liter. Das sind ja 6000. Ja, um die 6000 insgesamt wird es schon sein. Können wir nochmal ausrechnen, aber so um die 6 werden das auf jeden Fall sein. Boah, heftig. Das nenne ich Hobbyliebe. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Das Technikbecken jetzt, ne? Genau, die können wir jetzt hier einmal wegfangen. Das ist halt die Schutzfolie dazwischen immer. Ich finde es halt so geil, weil wir filmen ja wirklich viele Aquarien. Dann ist es ja echt oft so,
dass man so fertige Becken hat und dann werden die eingerichtet. Aber wie sowas wirklich gebaut wird in so einer Größenordnung. Das gibt's bei Aquaristik-Schneider. Ey, das gibt's, das siehst du ja fast nie. Also nach dem Tag heute sagst du, kann ich Aquarien bauen, ja? Weil die Leute fragen ja immer. Und ich sag immer, das tut euch das bloß nicht an. Ne, vielleicht kannst du eine Scheibe schleppen. Ja, das ist doch schon mal was. Wow. Ja, ich zum Labern hier. Unser YouTuber, der packt an, du. Ah. Aber man fühlt sich sehr wohl hier in Hamburg. Ja. Ich liebe diese Stadt, echt. Oder? Hamburger sind einfach entspannt. Ja. Das liegt an der schönen Stadt. Ja, irgendwie schon. Pisst zwar echt oft, aber... Ja, wir kennen das ja. Wir Hamburger haben auch Schwimmhäuter schon zwischen den Fingern. Das glaube ich. Echt Hammer. Also ey, die Jungs sind wirklich super cool. Also da macht Arbeiten echt Spaß. Wir können da mal hier reinschauen. Jetzt sind wir das erste Mal hier alleine. Ich muss mal echt was wirken lassen. Ich meine, überleg mal, hier ist ein fetter Stahlträger. Das sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal. Wir haben ja hier die Tür zum Garten. Ich habe noch nie so einen Aquarienaufbau gesehen. Aber es ist so geil. Also ich stelle mir das vor, wenn du wirklich da am Esstisch sitzt und ein riesen Aquarium. Du kannst ja durch einen Riff durch in den Garten schauen. Ja, wir fahren doch bestimmt nochmal hier hin, oder? Wissen wir ja. Ja, ihr wollt das sicher aussehen. Einer links, einer rechts und fertig, würde ich sagen, oder? Was wiegt die Große? Ja, um die 330, 340 Kilo vielleicht. Du hast doch gesagt, du wolltest noch ein bisschen ackern. Nicht immer nur einen halben Tag bei mir und Kraut pungeln. Nicht nur Bier trinken. Ne? So geil. Ne? Redet über Arbeit. Ja. Und meint ihr aber nicht Money. Money hat ein Motto. Mit Arbeit kann man sich den ganzen Tag versauen. Ihr seid Büse. Also trocken machen, Bapper dran. Genau, weil es und dann wird, ne? Möglichst weit unten wahrscheinlich. Hoch und stützen. So, dass du vernünftig gehen kannst. Ja, so. Dass du die Stufe anständig hochkommst, ja. Ne? Dass sie nicht. Okay. Ja, du passt ja auf die Scheiben auf, dass sie nicht umkippen. Das ist ja das Wichtigste. Du hast den wichtigsten Job, Manni. Mal gucken, du bist so lieb zu. Ja. Ein Sauger soll 150 Kilo halten. Ne? Nicht, dass das runterrutscht. Dann weine ich schwöre. Ja, Sascha, ich habe heute Stahlkappe an. Ich halte den Fuß unter. Weil du mein Schwager bist. Einfach nur so puff. Das hier ist eine Seitenscheibe, glaube ich. Das ist die Seitenscheibe, hier siehst du den Ausschnitt, da wo der Überlaufschacht nachher von draußen drankommt. Ah, okay. Kurze Frage an den Eigentümer dieses wunderbaren Hobbygeräts, sag ich mal. Macht ihr das so, dass das Riff quasi nach hinten hin durchsichtig ist, dass man in den Garten schauen kann vom Wohnbereich? Ja. Oder wird es. Ja, eine Schlucht. So eine Schlucht von beiden Seiten. Oh. Da geht dir einer ab. Da geht dir einer ab, du. Und jetzt sag ich dir noch was. Ich habe jetzt den Kurs gerade belegt. Ich werde ab Weihnachten werde ich die Meerjungfrau in dem Becken spielen. Du, da gibt es einen Schein für, ne? Ich weiß, da muss grade, geprüfter Meerjungfrau Mann sein. Habe ich gerade gesehen. Man, war gerade in der Bildzeitung. Da war ein Mann, der diese Prüfung gemacht hat, als Meerjungfrau. Der hatte dieses ganze Kostüm an, das habe ich gerade gesehen. Dann meldest du dich, weil das ist auch was für unseren Channel. Weil da gibt es bestimmt Leute, die da auch Interesse dran haben, das dann wiederum von dir zu lernen. Okay. Sauber. Wir können ja einmal eine Probe heben. Geht das? Haritari, sag ich nur. Den ging schwer. So, warte, ich muss einmal kurz umfassen. Ja, pack mal auf. Okay. Alles gut? Ja. Schafft ihr das oder soll ich aufpassen? Guck mal, ich muss gar nichts machen. Das ist ja perfekt. Aber Rudi, sollte nicht der Stahlrahmen noch unten drauf? Ja, es ist verständlich. Aber wir haben noch hier eine Tür zum Reingehen. Das heißt, ach so. Das Becken ist nur bis hier. Ah. Wir haben noch ein bisschen Puffer. Das heißt, wir haben hinten noch 10 cm von der Platte. Okay. Ne? Jetzt sagt dem Kunden nicht, das Becken ist zu klein. Ne? Da haben wir ein Problem. Der muss er wieder abrücken. Die Zentimeter, die hätten noch gekommen. Die hätten noch dran gekommen. Ne? Dran drücken. Und wenn das dann schwer zugeht, dann weißt du, dann hat er gepackt. Also du sagst, wenn schwer, dann gut, ja? Ja. Und den anderen nehme ich hier. Das war nicht schwer. Das ist Kubi sein erstes Aquarium, das er baut. Ja, siehst du? In der Größe. Ein bisschen nachsehen. In der Größe. Muss er denn gleich mit dem großen Gerät anfangen? Ja, ich mache keine halben Sachen, ja, Rudi. Das ist sympathisch. Aber Gas ist normal. Das passt. Eins, zwei, hip. Hopp. Komm mal, schau mal, hier ist viel besser. Rechts kann ich besser. Okay.
Also das hier ist Weißglas und das ist Floatglas. Okay. Das ist heftig, oder? Was ist der Unterschied zwischen Floatglas und Weißglas? Du hast eine viel bessere Durchsicht durch Weißglas als durch Floatglas, weil du einen gewissen grünlichen Stich hast. Je nachdem, wie das Licht da drauf fällt. Man sagt 7% lichtdurchlässiger. Ob das alles so stimmt, man weiß es nicht. Ne? Du hast ja gesagt, teilweise ist Weißglas auch weicher als Floatglas. Kratzempfindlicher, hat mir mal so ein alter Glaser, so ein Hase gesagt. Ja. Weil es halt der Härtegrad, das soll der Grünstichanteil sein. Und der wird ja rausgefiltert. Also ich mach das denn hier, ich mach das hier alleine. Ja, ja. Ja. Ich merke das schon. Und das alles mit einer künstlichen Hüfte. Zulagen, Standard einfach. Wo du so rein kannst, wenn man der Koralle umgefallen ist. Aber nicht alles gut. Beim letzten Video hat ein Glasbauer drunter geschrieben, der so, ja, was stellt ihr euch da an mit 10 Mann, das machen wir zu zweit und so. Richtig. Richtige Maschinen. Aber nicht lange wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Haben die aber Rücken gehabt. Bis du 30 bist und dann ist vorbei. So. Na dann, auf geht's. Hier gehöre ich her, hier wo ich geboren bin. Dann könnt ihr euch mal konzentrieren. Wo ich spielte schon als Kind, in den Straßen, die mein Zuhause sind. Okay. Ja, passt. Gut. Wieso biegt sich der Boden jetzt durch? Du biegst auch gleich. Offiziell, wenn diese Scheiße beendet ist, ne, kündige ich dir die Freundschaft. Nein! Doch. So, Mensch. Ja, stell dir mal vor, wir hätten nichts zu tun. Das ist schon allerdings. Und wo machst du sowas mal? Ich hoffe nur für dich. Es ist genug Jägermeister da. Sascha, mein Freund. Rudi, was kostet jetzt die Weißglasplatte mehr als die andere im Verhältnis? Ja, in der Regel fast das Doppelte. Ja. Also doppelt aufpassen jetzt. Ja. Super. Wir müssen jetzt nur halb so viel aufpassen, weil das ist nicht die Weißglasscheibe. Genau. Das war eben schon. Stimmt. So, sollen wir die mal wegziehen wieder? Ja. Schräg? Jetzt sind sie nicht mehr. Sehr gut. Warte. Jawohl. So. Genau so. Und. Oh. Ja. Weißt du was? Wie schräg. Du kannst sogar da drinnen bleiben. Ja, für 10 Minuten. Du bist der Abstandshalter. Ja, darum. Wir gehen jetzt mit der Scheibe noch ein bisschen näher. Wir klemmen ihn jetzt so richtig ein. Wenn du keine Luft mehr kriegst, pfeifen. Perfekt. Ja. Hast ja keinen Reißverschluss oder so. Jetzt kannst du dich hier in die Mitte stellen. Das ist nur bei Mitte. So, oder so. Alles gut. Genau. Du bleibst jetzt da drin. Bier, perfekt. Zigarette. Stahlrahmen unten liegen und wir haben die Siebdruckplatte drauf. Optimalerweise wäre jetzt schön, damit wir das Becken nicht an die Siebdruckplatte kleben, weil das finde ich immer blöd, habe ich da jetzt nochmal die 2 mm Unterlage und die kleben wir jetzt erstmal auf die Siebdruckplatte. Ist das so Aluminium oder was? Ja, das ist jetzt einfach wie so einfach Bodenbelag, Matte. Die nehmen wir jetzt, Hauptsache ich habe das Becken da. Stell mal vor, du willst irgendwann das Becken zerschneiden, musst umziehen. Und dann klebt das Becken an der Bodenplatte, ja, bzw. an der Siebdruckplatte, kriegst du nie wieder ab. Kannst du den Hammer alles abkloppen. Das letzte Mal hast du eine Silikonschicht an den Stahlrahmen noch gemacht. Mache ich diesmal auch wieder. Okay. Klar. Ne? Okay. Weil wenn wir jetzt nur das da reinlegen und wir haben Luft oder legen Plättchen dazwischen punktuell, ja, dann haben wir punktuellen Druck und das ist blöd. Ne? Das muss praktisch im Silikon eingebettet werden. Du merkst, dein Praktikant, der passt auf. Hundertprozentig. Immer mit dem Köpfchen dabei. Was bereiten wir vor? Wir nehmen das Ding, wir nehmen Silikon im zweiten Schritt mit wahrscheinlich, oder? Genau, Silikon machen wir gleich. Jetzt habe ich in einem Eimer, da siehst du dieses schwarze Hartgummi, siehst du das? Ja. Alles mitnehmen, was du da siehst. Da müssen wir jetzt erstmal den Winkel vorbereiten, weil wir brauchen jetzt erstmal einen Winkelanschlag. Genau. Da habe ich hier dickes Material, hat mein Junge wieder alles verklüngelt und verschlürt. Da muss ich teilweise aus dem Sandkasten wieder was rausholen. Ne? Weil der kann alles gebrauchen, ne? Ja. Ne? Der kann alles gebrauchen, ne? Wie ich halt. Das schneiden wir jetzt in Streifen und dann haben wir schon mal einen Winkelanschlag. Ne? Und den Rest spritzen wir dann aus. So, jetzt geht's weiter. Nächster Step ist jetzt, dass wir hier dieses Hartgummi, dass wir das an den Stahlrahmen kleben, weil wir an die Seite nicht mehr dran kommen und wir die Glasscheibe nicht einfach an den Stahlrahmen drücken können. Ne? Mhm. Sonst
machen wir uns unglücklich. Und unser Platzhalter ist immer noch da. Ja, den haben wir eingesperrt. Zack, dann kleben wir das Gummi nachher davor. Dann haben wir auch einen super Anschlag. Jetzt haben wir noch mal eine gute 2 cm Auflage vom Stahlrahmen. Wenn wir hier nachher stramm vor die Scheibe gehen, mit der Scheibe da dran, dann kann nichts passieren. Dasselbe machen wir jetzt vorne auch. Dann nehmen wir aber ein bisschen dünneres Material, damit wir hinten nachher bei der langen Scheibe ein bisschen mehr Luft haben. Das Knifflige ist halt bei dem Stahlrahmen, dass wir mit der letzten Scheibe wirklich rein müssen in den Rahmen. Und wir dürfen nicht auf den Stahlrahmen absetzen, da haben wir ein Problem. Also wir haben maximal 1 cm Luft. Mhm. Ja, da müssen wir nachher halt das ganz genau timen, damit wir da heil aus der Sache kommen. So, halt mal fest, Rudi muss da rein. Einmal hinten hin. Wer muss da rein? Geh mal einmal hinten hin. Ach so, Rudi kommt nicht mehr rein. Das wusste ich noch nicht. Da kommt man doch nicht irgendwo durch. Ja, wir haben festgestellt, wir können dich nicht alleine hier runter. Warte mal, pass auf, Rudi. Der ist aber auch das Ding ist da. Rudi, wie alt bist du? 36. Ja, da konnte ich das auch noch. Willst du auch noch rein, Tobi? Kann ich machen, ja. Ach so. Wie alt bist du? War Tobi voll mit eingeplant? Du bist nicht so gut. Guck mal, die Zeit. Flott rüber. Warte, Tobi. Rudi ist der. Komm mal rein. Ja, kann doch mit rein hier, da ist doch noch ein Griff frei. 1, 2, 3, 4. Ach so, Entschuldigung. Okay, und dann auf das Styrodur, ne? Okay. Einmal und gerade bleiben. Und hoch. Jawohl. Hoch. Hoch. Das war gut. Tobi, gib mir doch mal einen Sauger mit rüber, dann kann ich ja auch mal mit. Du hast ja gar keinen gehabt, ey. Ich denke, warum ist das so schwer hier? Ja! Ich hab von oben noch gedrückt. Hast gar nicht gemerkt, ne? Aber ein Stück Kuchen wolltest du noch haben, ne? Er hat sich auf meinen 38er Oberarm verlassen. Glasscheibe 10 cm weiter. Jawohl. Und jetzt kommen wir hoch. Und jetzt wieder weiter. Gut. Immer tief durchatmen und weiter. Warum denn aufnehmen? Gut, noch ein Stückchen. Okay, alles klar. Und ganz langsam runter. Das sieht gut aus hier. Genau. Alles gut. Wir stellen das jetzt hier rüber. Wir brauchen den ganz starken Mann. Bist du der ganz starke hier? Also ich sag mal 17 Jahre Sperrmüll. Okay. 17 Jahre Sperrmüll. Hättest du wenigstens Respekt tätowieren lassen können. Was ist mit dem Stück Holzlatte da oben? Bleibt das da drin? Die Holzlatte da? Ja, als Abstandshalter. Ja, aber die malst du schwarz an oder was? Die kommst ja nie wieder ran. Mein Mo. Da kommst du doch nicht mehr ran. Die braucht doch kein Mensch, sieht doch keiner, da ist Bodengrund drin. Nochmal ein bisschen rüberziehen, dass die Scheibe übersteht. Moin. Stopp. Mach das halt zum ersten Mal. Was denn? Ich dachte, man sieht nach Caddy. Und oh Mann, nee, ihr lacht mir auch. Ja, wegen der Holzlatte da. Ich fand die einfach hässlich. Wisst ihr, dass du sonst nur Ölwechsel bei deinem Roller machst? So, jetzt geht hier rüber, jetzt will ich mit der Scheibe. Okay, also du hast 2, 3 Silikontuben mitgebracht. Was schätzt du, wie viel Silikon brauchen wir für den Pott? Den Pott werde ich in 2 Etappen kleben. Das heißt, wir machen heute die Stoßnähte und eine ganz dünne Fuge. Lassen wir das 4 Wochen backen. Das kann ich ja mit dem Riff verbinden, weil ich eh nochmal kommen muss. Ach so, du machst quasi heute das quasi in Die Innennähte mache ich heute nicht. Okay. Damit das in 30 Tagen, damit die 30 mm in 30 Tagen durchtrocknen. Ne? Ansonsten wird alles fertig gemacht, nur dann wird nochmal dick verklebt von innen, damit das insgesamt schneller trocknen kann. Ne? Weil das Silikon ja von beiden Seiten trocknet. Mhm. Deswegen bietet sich das an, ne? Okay, also einmal quasi das Silikon insofern anbringen, dass das Ganze hält. Beziehungsweise die Stoßverklebung. Ja, und dann in 30 Tagen nach der ersten Trocknung quasi nochmal eine Schicht drauf. Genau. Rudi, wie viel brauchst du denn hier schon ungefähr? Immer nur eine. Wenn eine leer ist, dann kommt die nächste. Los geht's. Los geht's. Erste Ecke. Das ist schon für diese Ecke ist eine Tube weg hier. Für die Stoßverklebung. Also eine Tube. Da klebe ich ein Becken mit eigentlich. Als hättest du das schon mal gemacht, Rudi. Da hast du mal ein YouTube-Video geguckt. Ja, glaube ich. Auf meinem Kanal hast du dich selbst gesehen, dachtest dir so, hey, das kann ich auch. Alter Typ, zieh ich mir jetzt so an, kleide mich. So. Also sind wir mal ehrlich, Rudi, ich würde dir echt gern helfen. Aber ich will ja, dass der Sascha auch Freude hat. Und deswegen lassen wir das vielleicht lieber. Du! Ich wollte gleich eh Mittag schlafen, kannst du auch machen.
Nach dem Motto, wer schläft, der sündigt nicht, ne? Genau. Und man muss ja auch sagen, du saust dich dabei einfach nie ein. Ja, so von früher noch. Nächstes Mal machen wir Anzug, ne? Sieh schön Anzug an. Wir ziehen das jetzt erstmal hier rüber. So weit wie möglich. Und dann müssen wir Wir ziehen das erstmal hier rüber. Warte, Tobi. Ja. Ich mach lieber du. Ja. Alles gut. Und am besten, ihr bleibt drauf. Wir gehen zu mir, bis vorne in die Ecke passt. So, langsam. Jetzt wäre es schön, wenn wir hochheben würden und würden das daneben abstellen, auf die Unterlage. Ja. Alles klar, jetzt können wir die Scheibe leicht zu uns lehnen und dann unten an den Anschlag gehen. Jetzt wird die erste Ecke zusammengepresst. Also du nimmst quasi jetzt die Frontscheibe und drückst sie einfach nur in die andere rein. Genau, ja, jetzt kommt die Suppe hier raus. Jetzt können wir hier nochmal die Wasserwaage dran halten. Gucken, ob es schön ist. Ihr könnt loslassen, ihr braucht gar nichts mehr machen. Ist das so einfach? Ja. Wahnsinn. Aber du kannst jetzt zur Not, könntest du jetzt noch bewegen, oder? Ach so, das stimmt. Ja, ein bisschen kann ich noch wackeln. Umso größer die Stoßfläche, umso mehr Halt hat es. Ne? Ja. Ist eigentlich genau perfekt. Kann so bleiben. Ne? Die Suppe ist überall rausgekommen, das ist ein sehr gutes Zeichen. Und dann kann die sich eigentlich nicht mehr verschieben. Also Sascha, ich finde es gut, dass gerade 5 Leute in deinem Aquarium stehen. und nicht borden. Ja. Wir können auch noch 5 rein. Ja. Das stimmt. Kein Problem. Beliebte Frage, und ich habe ja schon beim Rudi viel gelernt. Bodenscheiben. Und zwar wird hier nicht einfach eine große Bodenscheibe reingelegt, sondern es werden mehrere kleine Pedals aneinander geklebt, denn du hast dadurch so ein bisschen Spiel wie diese Puzzleboden, die kennt man, gell, die man so ineinander steckt. Und genau das habe ich damit quasi. Du hast nicht eine Scheibe, die bei diesem extremen Druck irgendwann brechen kann, sondern du hast einfach ein bisschen eine Varianz drin, wenn mal irgendwo eine Unstimmigkeit ist und das Becken droht nicht zu brechen. Das ist unser nächster Schritt. Deswegen erstmal fein staubsaugen und dann kommen die einzelnen Glasböden rein. Bodenscheiben. Genau, wir haben 6 Stück. Ganz wichtig ist, glaube ich, wieder Aceton, gell? Weil das sind wieder mit so leichten Schlieren drauf. Das muss ja komplett clean sein, dass das Silikon da auch drauf haftet. Ja, genau, die sind relativ rechteckig, deswegen muss ich nochmal genau messen, welche Scheibe wie hinkommt. Mhm. Und dann kleben wir jetzt erstmal 4 Bodenscheiben ein, dann die Seitenscheibe und dann wieder die 2 Bodenscheiben und zum Schluss dann hinten die lange Seite. Ne? Ich hatte gehofft, ich kann dir mehr helfen, aber ich habe einfach so Respekt vor deiner Arbeit. Auch mit dem Glas, ja. Guck mal, stell mal vor, jetzt einer geht da lang und dann knack. Also alles, was ich schleppen kann und selber tragen kann, mache ich am liebsten selber. Ja, ich verstehe das. Solange du eine Arbeit für Dumme findest, sag mir Bescheid. Auf. Ja, doch. Das schneidest du raus. Er macht da eh nichts. Kannst du mal einmal messen die Scheibe? Das kann ich. Wie breit und wie hoch? Das kann ich. Also, guck mal, wir haben ja 1,50 in der Tiefe, das heißt 1,70. Das ist dann die Tiefe. Ne? Genau, 1,70 mal 2 sind 1,42 Meter plus Zentimeter Fuge plus 6,3 Zentimeter Glas. Das ist eine Ansage. Das ist doch an sich mit diesem Stahlrahmen unglaublich verkompliziert, weil du hast ja gar kein Spiel mehr. Du musst in diesen Rahmen rein. Ja, du musst sogar noch Luft lassen, ne? Weil wir müssen ja reinkommen. Also einen Zentimeter haben wir noch Spiel, den muss ich nachher versiegeln. Deswegen, wir müssen ja noch, das rein ist ja schon schwierig, aber wir müssen ja noch rein und diese 20 Zentimeter um die Ecke nachher. Also da müssen wir höllisch aufpassen, dass wir nicht den Stahlrahmen absetzen, weil sonst muss es knacken und dann heißt es wieder 2.500 Euro neue Scheibe bestellen. Ich weiß ja, was du, ist das Augen. Machst du schon, Dick? Ich bin so unfähig, Silas. Nein, ich hab mir selber den Kopf gemacht. Ne? Ich gehe hier gleich ins Krankenhaus, sagst du. Ja, vielleicht in die andere Richtung? Ich bin so blöd. Also es geht, aber es dauert ein bisschen länger, ne? Ja. Das macht ja nichts. Nee, wie hat denn das gemacht? Wie hast du das denn so hingekriegt, sag mal? Bei dir sieht es so einfach aus. Na, wo hast du denn noch was? Guck mal hier. Ich glaube, er hat einfach mehr Kraft. Also nein, das ist einfach, also du einfach also Technik. Ne? Okay, aber ich kann da den Glas ansetzen. Okay. Das ist im Schlafzimmer. Komm, einfach Technik. Komm, das kriegen wir wohl hin. Guck dir das an. Das kriegen wir wohl hin. Bitte schön. Also, wir sind ja keine Idioten. Komm. Ja, ich filme nur. Das Gute ist, ich glaube, hier ist gar nichts zum Schneiden. Ja, hier nirgendwo irgendwie. Also, hier ist doch alles clean. Ja, warte mal, ich drehe das Ding mal um. Schon hier ist auch alles clean. So. Zack. Ja, das scheint zu passen. Ich weiß jetzt nicht, wie sie auf der anderen Seite aussieht. Auch sauber. Schön. Ja, da haben wir doch nichts zu tun. Da haben wir doch wieder nichts zu tun.
gereinigt. Dann können wir hier erstmal zwei Reihen Silikon angeben. Zack. Eigentlich hat man das mit der Zeit raus, wie man die Spritze halt zum Silikon hält, zur Scheibe, dass wir halt keinen Lufteinschluss haben, ne? Dicke Scheibe kommt. Letzte dicke Scheibe. So, wir konzentrieren uns jetzt. Wir stellen jetzt die Scheibe hier oben drauf. Okay. Dann schieben wir uns hier rein, gehen hoch und setzen das ab. Perfekt. Und dabei immer schräg hinten wegbleiben, weil wir erst unten dran wollen und dann oben. Können wir erstmal ein Stückchen nach vorne, dass die Dicken hier ein bisschen mal da reinkommen? So, und jetzt 1000% auf das Holz, ne? Auf das Holz. Und hoch. Ja, abstellen. Ich muss dann, ja. So. Ja. Jetzt schieben wir das Ganze zu mir rein. Dann oben, oben. Ja. Oben alles gut. Weiter zu mir schieben. Ja. Passt. Hier passt. Wichtig ist, dass wir seitlich nicht aufs Gestell kommen da, ne? Ja. Von außen. Ja. Okay, das, passt. Da hast du das auch. Hochgehen. Ja. Wir müssen senkrecht hoch, wir dürfen nicht ankippen. Ja. Kanten ran, nicht zu nah, so. Siehst du das? Alles gut? Ja, wir sind gut. Ja, passt perfekt. Okay. Ja. Oben ganz sanft und die Seitenscheibe so ein bisschen festhalten. Ne? Dagegen schon. Oben drücken, ja. Seitenscheibe mit festhalten. Ja. Sicher, dass du jetzt eher das krumm drückst. So, gut, so dass der Saft rauskommt. Alles klar, bei mir ist alles schön raus. So, unten können wir noch mal ein bisschen Gas geben, ne? Hier vorne. Das sagst du so, ja, wir können mal Gas geben. Ja. Ab der Mitte nochmal und unten. Komm mal hier mit 3-4 Mann auf diese Seite. Kannst du stehen bleiben. Passt das hier an der Seite? Ja, passt das. Alles gut. Sauger weg, Leiter rein, alle raus. Ich muss auch von außen sauber machen. Ja. Noch mal nachgucken. Ja, Jungs. Hi, du. Geil. Sehr gut. Wieso geht doch so? Ja. So, jetzt nehmen wir die Leitern weg und dann bleibt du die. Ja, das wird spannend mit Lichttechnik dann, gell? Willst du da so eine Schiene machen, dass du das hin und her schieben kannst? Die vordere, vier und vier, ne? Mhm. Die vorderen bleiben und die hier vorne, die würde ich dann halt so hochziehen. Ja, okay. Diese Curl-Quer haben wir ja, ne? Ja, okay. Und die sind ganz schön zum Hochziehen. Dann haben wir da jetzt auch. Ja, die sind ja flach, dann kommst du da irgendwie zack. Ja. So, ist so gut wie fertig hier, der Bottich. Ein bisschen Feintuning noch, schöne Plexiglasauflage für die Abdeckung, das Becken wird geschlossen sein, ja, spart sehr viel Geld. Offenes oder geschlossenes Becken, dreifacher Unterschied, aber alles gemessen, ist das Wahnsinn. Wasserverbrauch, Wärmeverlust. Natürlich, dreifach so viel Strom. Ein Jahr lang offen betreiben oder 3 Jahre geschlossen. Geschlossen hat ja nur Vorteile. Die Fische springen nicht raus. Wie oft lagen schon Fische hinterm Becken, wo ich mein Becken aufgelöst habe? Vertrocknet. Wahnsinn. So, ihr seht's. Es wird dunkel langsam. Und unser Held des Tages, der Rudi, der ist nämlich schon seit wie viel Stunden am Kleben? Ach, vorgestern. Vorgestern gefühlt, definitiv. Ja. Alles Pillepalle. Richtig, ihr seht schon, Stege sind hier reingekommen. Dann werden hier entsprechend dann ja, Plexiglasscheiben, denke ich mal, draufgelegt, gell? Genau, wir haben eine schöne Unterkonstruktion, das Becken wird dicht gemacht, somit halt pflegeleicht und sparsam.
Und jetzt haben wir nochmal einen kleinen Akt, beziehungsweise kommt der Stahlrahmen, der jetzt hier hängt. Das ist der finale Schritt eigentlich fast, den oder? Jetzt hier draufsetzen, genau. Dann müssen wir noch den Schacht von außen, ein schöner Überlaufschacht von außen und die Bodenscheiben versiegeln. Und dann lassen wir das Ganze erstmal 4 Wochen backen und dann geht es in den nächsten Step. Backen verstehen die Leute jetzt wieder falsch. Der Raum wird nicht auf 60 Grad erhitzt, ne? Also genau. Wird man einfach backen meine ich einfach trocken. Einfach trocken. Und außer der Sascha, der will den Prozess beschleunigen. So, ich bin bereit. Ist der komplett, ja, die müssen nicht bereit. Fest, ne? Ist komplett lösen. Ich hab ihn, ich hab's. Achso, ich dachte erst bis zum letzten. Nee, komplett, genau. Komplett raus damit. Okay, cool. Fest, dann muss ich noch kurz hier halten. Ich halte jetzt hier. Guck mal seine Muckis an. Welchen? Schneiderchen. Ja. Machst du die Fäden an der Schulter? Das Mann, du bist. Jetzt gehen wir erstmal langsam Richtung Rahmen. Wichtig ist, dass die Frontscheibe und die hintere Scheibe, die muss zuerst. Ne? Das heißt. Halte das gut fest. Ja, fest. Passt der? Bei mir ja. Stopp. Nee. Wieso nicht? Doch. Doch. Dann. Hoodie. Hab ich doch gesagt. Zack, und auf vorne. Das ist hier. So. Und hier? Digga, komm her. Das Loch. Bei dir? Schneiderchen. Das klappt doch. Das passt. Ja, das passt, Rudi. Das ist ja wie dafür gemacht. Ja, wenn nicht, wäre es schon ein bisschen doof. Ja. Geil! Kinder des Lichts! Du siehst immer noch aus, wie als könntest du noch so ein Ding hier hinstellen. Ah, nee, ein bisschen platt bin ich auch. Bist schon ein bisschen platt. Hin und her, also sind ja sehr schöne Scheiben. Aber also die 11 Stunden haben sich gelohnt. Wir haben Gas gegeben, es ist alles super geworden. Also Zeit gelassen. Dieses Ergebnis, da können, glaube ich, die neuen Inhaber wirklich sehr zufrieden sein. Genau. Ihr habt wirklich eine Menge Glas so fachgerecht verarbeitet bekommen, dass man da jetzt viele schöne bunte Fische drin halten kann. Rudi? Ich hätte gehofft, dir ein bisschen mehr helfen zu können, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber es war dann doch so, dass ich mich ein bisschen zurückgezogen habe und einfach die Fachleute das habe machen lassen. Ja, da bin ich halt ein bisschen eigen. Es darf halt auch einfach nichts passieren. Ja, genau. Ne? Das ist einfach wichtig, weil wenn das Ding jetzt hier 3 Tage später ausläuft, wäre schlecht. Ne? Apropos, Trockenzeit bei dem Becken sind, glaube ich, 30 Tage und dann wird nochmal... Dann kommen die inneren, dickeren Nähte, dann kleben wir nochmal die Stoßfugen über und dann nochmal 30 Tage und in der Zeit kann man ja die anderen Sachen nochmal machen. Ja. Ne? Also in 4 Wochen machen wir dann unten den nächsten Step, das Filterbecken muss abgeklebt werden, Riffe auf Kopf vorbereitet werden. Also die Vorbereitung ist immer das Schönste. Ne? Das ist immer so und das wird auf jeden Fall noch, ich hoffe mal auch ein Video geben, wenn das nachher fertig läuft und das kann sich wirklich sehen lassen. Ne? Schön, dass du uns wieder mitgenommen hast, Rudi. Alles gut, ich habe mich gefreut. Wir hoffen, auch euch hat es natürlich gefallen. Ne? Es war eine Menge Input, war eine Menge auch wirklich cooler Leute hier mit beteiligt, mit coolen Sprüchen und viel Durcheinander. Und es hat einfach Spaß gemacht. Spaß ohne Ende. Ne? Ohne Witz. War wirklich ein schöner Tag. Wir sehen uns hier wieder nächste Woche am Donnerstag. Ich verlinke euch nochmal das letzte Video zusammen mit Rudi, wo wir auch ein Becken aufgebaut haben. Genau. Gab es vielleicht noch die ein oder andere Information mit dazu. Und wir schlafen letzte Nacht in Hamburg, fahren morgen zu dir und drehen ein Update von Rudis Aquarium. Weil das ist ganz schön fett geworden, Leute. Also, viel Spaß und bis dann. Ciao. Ciao.